Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zum zweiten Introdeck-Unboxing hier auf dem Kanal. Wir haben Düstermond und wir haben die ungezähmte Wildnis. Das hat mich noch ein bisschen angesprochen auf jeden Fall, weil vorne drauf sind Wölfe. Ne? Sowas mit Tieren ist ja immer mein Fall. Wir haben grün-rot, gute Farbkombination, wie ich finde, für so ein Deck. Und ich erhoffe mir ein so ähnliches Stompy-Deck. Ne? Vorsichtig formuliert. Schauen wir mal. Ja, die Prozedur ist ja mittlerweile bekannt. Wir schauen uns das Deck an. Am Ende machen wir die zwei Booster auf. Schauen, ob wir noch was Geiles finden. Ohne jetzt viel zu spoilern. Das erste Intro-Deck. Da waren die Booster wieder richtig saftig, würde ich mal sagen. Ne? Erinnert ihr euch bestimmt. Also wer es noch nicht gesehen hat, nochmal klare Empfehlung. Auf jeden Fall reinschauen. Und ja, so, schauen wir uns mal das Deck an. Und was man vielleicht daraus machen kann. So, die Regelreferenzkarte kann weg. Die Länder aus der Mitte holen wir raus. Mal schauen, ob es wieder 25 sind. Jedenfalls sind das dann nämlich zu viele für so ein Deck. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25. Ja, gucken wir mal. Gucken wir mal, ob das nötig ist. Na gut, die Mana-Kurve geht mindestens bis 6 durch unsere Rare vorne drauf. Hier in voll die versammelten Alpha-Tiere. Haben wir im Spoiler, glaube ich, schon drüber geredet. 6 Mana, 5, 5. Immer wenn sie eine Kreatur blocken oder von ihr geblockt werden, fügen sie ihr 3 Schadenspunkte zu und den Beherrscher auch. Und das ist natürlich cool. Wichtig an der Stelle nochmal zu sagen, für rein regeltechnisch, wenn sie geblockt werden, diese 3 Schaden werden zugefügt, bevor Kampfschaden gemacht wird. Also sagen wir, der Gegner hat eine 10-3er-Kreatur, dann stirbt die Kreatur schon nur von ihrem Effekt, bevor überhaupt Kampfschaden gemacht wird. Und die Alpha-Tiere überleben das einfach. Sie wurden aber natürlich geblockt, machen also keinen Kampfschaden mehr am Spieler. Wichtig. Es sei denn, man gibt ihnen Trampelschaden. Kleine Regelexkursion. Ja, finde ich nicht die geilste Karte, muss ich aber leider sagen, die Alpha-Tiere, aber sie sind, glaube ich, nicht schlecht. Ah, es ist ein Wolfdeck, es ist ein Wolfdeck, bitte lass es ein Wolfdeck sein. Silberfell-Partisanen, 3 Mana, 2-2 Trample, immer wenn ein Wolf oder ein Werwolf, den wir kontrollieren, Ziel von einem Zauberspruch wird, gibt es einen 2-2er grünen Wolf. Das Ding ist sick. Das ist gut. Selbst wenn es ein Removal fängt, wenn wir sie selber pumpen, es gibt immer einen Wolf. Hammer. So, Vampir-Ritter, kühner Fehler. Ja, okay. Gibt keinen Ein-Mana-Wolf wahrscheinlich. What the fuck, was ist das denn? Ich habe mich schon auf das Wolfdeck gefreut. Zornklingenvampiren, 2-1-2 Tramp, zu Beginn des Kampfes können wir eine Karte abwerfen. Falls wir das tun, kriegt sie +3/+0. Okay. Dann die Galgenstrickbohr, 2-2-2 Reach, wirft eine Karte ab, kriegt sie +1/+1. Sind hier Fiery Tempers in dem Deck? Oder warum haben wir so viel Discard? Dann die urtümliche Druidin, das Beste, was man im Stompy-Deck, also in einem Aggro-Deck so sehen will, 2-0-3. Wenn sie stirbt, können wir uns ein Standardland raussuchen, es getappt ins Spiel bringen. Ah, Stachelrückenwolf. 2-2-2, für 6-+4/+4 in einem Wolfdeck, akzeptabler Two-Drop, ganz klar. Dann die dreisten Wölfe. 3-2-3, immer wenn sie angreifen, gibt es +2/+0 bis zum Ende des Zuges. 3-4-3 im Angriff, ist okay. 3 Stück. Heulerrudelwolf, 3-3-3, kann nicht blocken, es sei denn, wir kontrollieren einen anderen Wolf oder Werwolf. Okay, im schlechtesten Fall, er kann immer angreifen. Er kann halt nur gegebenenfalls nicht blocken, aber das ist okay. Wahnsinniger Prophet, 4-2-2 Eile, Tapwürf, eine Karte, abziehende Karte. Bin ich mir noch nicht sicher, wofür wir das brauchen. Voldaren-Duelland ist kein Wolf, aber ist eine spielbare Karte in so einem Deck. 4-3-2 Eile, wenn sie ins Spiel kommt, kann eine Kreatur nicht blocken. Also, wir fahren hier die rot-grüne Agro-Schiene auf jeden Fall. Der Hirsch. Oh, ich finde ihn sowas von geil. Im Draft habe ich ihn ein paar Mal gehabt. 5 Mana, 4-3, wenn er ins Spiel kommt, können wir ihn gegen eine andere Kreatur kämpfen lassen. Also eingebautes Removal. Top-Karte. Dann Blitzaxt. Okay, hier müssen Fiery Tempers drin sein, ansonsten müssen wir sie reintun. 1 Mana oder 6 Mana, wenn wir nicht eine Karte abwürfen, fügt der Kreatur 5 Schaden zu. Adrenalinschub +2/+1 Trample Combat Trick. Jagd machen ist natürlich gut, Kreaturen fighten lassen, das passt schön. Magma-Schneise, nicht fliegende Kreaturen können nicht in diesem Zug blocken, auch sehr, sehr gut. Wenn man das Board auf dem Boden voll ist und wir spielen halt wirklich dieses Kreaturendeck einfach, Gegner kann nicht blocken, großer Swing, wir haben gewonnen, passt. Flügelschutzen, Clip Wings, ist eigentlich eine Sideboard-Karte, also würde ich hier wahrscheinlich eher rausnehmen. Jeder Gegner opfert eine fliegende Kreatur, sie ist eine tote Karte, wenn der Gegner gar keine Flyer hat. Also deswegen eher nicht ins Main-Deck tun. Entfesselte Wut, Kreatur kriegt +1/+1 und Doppelschlag bis zum Ende des Zuges. Das kann der Gegner mal echt überrumpeln. Ungetappte Kreatur, weiß ich nicht, hier unsere Alpha-Tiere oder irgendwas in der gleichen Stärke. 5-5.
+1/+1, ungeblockt, macht 12 Schaden mit Doppelschlag, kann den Gegner töten, sehr stark. Gezielter Schuss, auch geil, Kreatur kriegt +1/+1 und dann fügt sie Schaden in höherer Stärke auf eine andere Kreatur zu, kann man gut spielen. Der Blutnebel, zu Beginn eines Kampfes, in deinem Zug geltende Kreatur Doppelschlag für 4 Mana, okay, ist ein Enchantment, triggert immer wieder, kann man mal machen. Bund der Wolfsippe, verzauberte Kreatur, kriegt +2/+2 und wir kriegen einen Wolfsspielstein. Das ist ein bisschen, das gab es mal in Besser in Weiß, da gab es einen 2-2er Ritter und die Kreatur kriegt Wachsamkeit, aber auch das ist in Ordnung. Aber ist das nicht niedlich? Bund der Wolfsippe, wie er so den Wolf umarmt, so richtig Buddies. Vielleicht ist das auch einfach sein Kollege. Man weiß es nicht. Jeder Mensch kann ja auch irgendwie ein Werwolf sein, aber gut. Oh, sind 3 Stück drin, krass. Und übergreifende Flammen, eine meiner Lieblingskarten im Draft. 7 Mana, Instant, 6 Schaden, die wir frei auf Kreaturen verteilen können. Stark. So, was ich jetzt nicht an dem Deck verstehe, ist, warum haben wir so viel Discard? Das Ding ist definitiv eine mega geile Karte für ein schwarz-rotes Vampir-Madness-Deck, weil wir dann durch Madness immer wieder was abwerfen und aktivieren. Also, was machen wir? Ich würde... Gibt es Wölfe als One-Drop? Ich glaube nicht, ne? Nee. Ja, der Fehler ist jetzt auch nicht der geilste, aber im 2-Mana-Bereich würde ich sowas wie den Stachelrückenwolf, der jetzt hier vorgegeben ist, könnte man dann spielen, finde ich auf jeden Fall besser als die urtümliche Druidin zum Beispiel. Also alle nicht Wölfe raustun, natürlich unter der Voraussetzung, ihr kriegt Karten, die eure Wölfe besser machen. Man muss natürlich keinen Tribal spielen, wenn man nichts, keinen Vorteil hat von dem Tribe, aber wenn man 4 Partisanen spielt oder noch diesen Wolf mit Flash, wo unsere Wölfe +0/+3 kriegen, also Wolf-Tribe-Karten tatsächlich, dann kann man natürlich das Wolf-Deck spielen. Dreiste Wölfe, gut, wir haben viele Wölfe hier drinne, das ist schon in Ordnung, aber hier beim Removal, da hinten, da bin ich mir jetzt überhaupt nicht, da bin ich überhaupt nicht zufrieden. Also ist wieder wahnsinnige Prophet, sind tendenziell sehr gute Karten, aber brauchen wir einfach nicht. Und sobald ihr sowas wie Blitzaxt spielt, dass hier ein aggressives Deck ist, kann ich mir gut vorstellen, dass man auch Fury Temper spielen kann. Also dieser 3 Mana schießt 3 Schaden, Madness für ein rotes, also wo es dann zum Lightning Bolt wird. Und dann ist das auch mit diesen ganzen Discard-Sachen eigentlich ganz nett zu spielen. Alternativ würde ich einfach diese ganzen komischen Karten cutten und einfach so diese Jagd machen als Removal spielen. Aber in einem roten, aggressiven Deck würde ich eben nicht auf Burn-Spells verzichten. Deswegen finde ich Fury Temper da ganz gut, weil man das auch dem Gegner notfalls nochmal ins Gesicht schießen kann. Mal 3 oder mal 6 Schaden, falls man mit seinen Kreaturen nicht mehr durchkommt, ist das eigentlich wieder eine ganz runde Sache. Ja, Wölfe werden wir auch nochmal online bauen, also falls euch das Deck hier interessiert oder was in die Richtung, ich werde wahrscheinlich online versuchen, ein Wolf-Deck zu bauen. Und auf dem Kanal findet ihr aber auch was zu Building on a Budget zu Werwölfen. Das Deck funktioniert natürlich dementsprechend anders. Die Wölfe sind ja ohne die Transform-Karten, aber das versuche ich dann nochmal online zu machen und dann schauen wir da nochmal, was sich da machen lässt. Wichtig, was ihr hier merken müsst, wie gesagt, ist, spielt nur ein Tribe-Deck, wenn ihr von dem Tribe irgendeinen Vorteil habt. Sonst ist es ja nicht wirklich sinnig. Moment. Ja, ja, doch. Mit ihr ist wirklich gut. Ich wollte gerade mal überlegen, was man da noch machen kann, aber schon geil. Man kann auch Pump-Spells spielen, damit man sich immer Wolf-Tokens machen kann. Ist vielleicht sogar ein bisschen besser als so Removal-Sachen an der Stelle. So, was haben wir denn hier? Gruß des Alchemisten. Sowas ist doch zum Beispiel nett in den Deck. Habe ich auch schon mal im Draft gespielt. Naja, für 5 Mana eine Hexerei, 4 Schaden auf eine Kreatur ist nicht so geil, aber für 2 Mana 4 Schaden auf eine Kreatur ist echt okay. Aber wenn man halt noch auf relativ niedrigen Power-Level spielt und da hat man eben Karten, die man abwerfen kann in seine komischen Karten und dann trotzdem noch schön Removal beim Gegner machen kann. Also sowas ist in der Art gar nicht mal so schlecht. So, was haben wir noch? Finden wir vielleicht noch was? Nee, der Fehler ist ein Werwolf, aber... Na, nicht ganz. Mord, falsche Farbe. Hier ist noch ein Wolf. Ah, wir haben noch einen 2-Mana. Oh, hier, Geezer und Geraf. Die hätte ich mal in dem... Die hätte ich mal in dem Booster haben sollen vom Zombie-Deck. Hier könnt ihr euch sie nochmal anschauen. 4 Mana, 4, 4. Wenn ins Spiel kommt, milden wir uns selbst um 4. Und während jedes deiner Züge können wir einen Zombie aus unserem Friedhof wirken. Way you! Hammer-Ding. Ja, hier nochmal das irre Wolf-Junge. 2 Mana, 2-1 bedrohlich. Ist auf jeden Fall gut. Da haben wir dann auf jeden Fall was zum Austauschen für die urtümlichen Druiden zum Beispiel. Oder auch die Zornklingen-Vampirin. Also gibt es da doch noch einen passenden Wolf in der Edition. Das ist natürlich ganz nett. Ja, Mythic und nochmal Foil, mitternächtliche Grabplünderer mit der Foil-Unterseite dann. Ist auch geil, wenn man dann die Hälfte Foil hat und die Hälfte nicht Foil, aber naja, gut. Ups, bleibt bei mir. So, zack.
Schauen wir uns mal das letzte Booster an. So. Schauen wir mal, was wir hier noch so finden. Gar nicht mal schlechtes Booster. So, spontane Mutation. Damit geht's los. Passt aber nicht. So. Wir brauchen grüne und rote Karten. Ja, ein Jagd machen kann auf jeden Fall in das Deck rein. Ganz geil. Prophetische Delirien. Nein. Nein, das sind Vampire. Hauptmann des Weilers. Nein. Selbstloser Geist wird mittlerweile in den Company-Decks im Standard gespielt, habe ich gesehen. Und nicht nur in dem Spirit-Deck spielbar. Gute Karte und ein Vollmountain. Oh, den könnte man ins Deck reintun. Warum denn nicht? Ja, ist okay. Gizor und Geralt, warum nicht? Will mich nicht beklagen. Das Deck ist jetzt noch nicht. Ich habe schon stärkere Intro-Decks gesehen. Ich habe auch schon viel, viel, viel schlechtere gesehen. Ich bin mal gespannt, was noch in den nächsten Intro-Decks zu sehen ist. Ob wir da noch ein richtiges Schmuckstück finden werden. Das Zombie-Deck fand ich auch okay. Man kann es auf jeden Fall gut umbauen. Es waren gute Rares drin und ja, auch aus dem Wolf-Deck kann man was machen, wenn man denn motiviert ist. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, konnte ein paar Infos mitnehmen, die euch interessiert haben. Wie immer wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Ciao. Oder sind die immer noch im alternativen Artwork? Gute Frage. Drauf geschissen.